So, und hier sind wir bei Podcast von Sven Heidenreich und wir sind bei Folge 453. Ja, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich richtig gezählt habe, so wollte ich sagen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es schön. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin wieder mal ganz normal aufgestanden. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, früher aufzustehen. Wir haben es jetzt. Genau, wir haben es jetzt 3 Uhr morgens. Das heißt, ich bin geduscht, gewaschen, angezogen, ja, Zähne geputzt. Gestern sah es ganz anders aus. Gestern habe ich bis 5:45 Uhr geschlafen und dann, ja, nicht mal einen Kaffee getrunken und dementsprechend war ich leider auch drauf. Und naja, also ich merke und stelle immer wieder fest, wenn ich morgens früh aufstehe, meinen Anlauf habe, dann geht es mir einfach wirklich viel, viel besser. Und ja, ich brauche einfach diese Zeit für mich und die Zeit, ja, und morgens den Podcast und so eine Geschichten. Das motiviert mich einfach mehr und ich gehe einfach viel positiver in den Tag. Naja, und deswegen dachte ich, okay, jetzt musstest du einfach mal wieder machen, musst du einfach mal wieder früher aufstehen, einen Podcast aufnehmen und wieder mal positiver in den Tag starten. Ja, weil, ja, denn ohne meinen Kaffee morgens bin ich kein Mensch. Ja, und das ist einfach so, ne? Das ist. Ja, so ist das. Genau, zweimal Süßstoff, das reicht vollkommen. Wir wollen keinen süßen Kaffee, wir wollen den einfach nur ein bisschen angesüßt, sage ich jetzt mal. Dann hole ich mal die Pads. Und dann starten wir auch gleich los. Heute ist Corona-Test, denn sie haben es jetzt von Montag auf Mittwoch gelegt und nur einmal die Woche. Ja, und heute soll es auch neue Hygieneregeln geben. Also gut, ob es jetzt so viel Neues gibt, weiß ich nicht, aber vielleicht ein paar Anpassungen, vielleicht ein bisschen weniger. Ja, so langsam werden ja die ganzen Sachen abgebaut, die ganzen Corona-Regeln. Und ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber, dass es so langsam wieder zu einer Normalität zurückkommt. Ja. Und ja, dass wir alle wieder irgendwann ein völlig normales Leben führen können. Ja, das hoffe ich einfach. So, jetzt erstmal die Pads raus, so wie jedes Mal eine schöne Podcast von Sven Heidenreich Kaffee-Folge. So wie ihr das halt kennt, mit dem Olympus DM 720. Diesmal keine Zoom- oder Weiteinstellungen. Ja, einfach so wie der Olympus ist, schön manuell, schön laut. Und ja, so wie es halt sein muss, finde ich. Ja, ich bin mit dem Keyboard natürlich immer noch sehr zufrieden. Allerdings, ja, wir haben uns in der Keyboard-Gruppe ein bisschen über den Sequencer ausgetauscht. Und ich muss sagen, also was da gesagt wurde oder anders gesagt, was heutzutage mit diesen Dingern machbar ist und ja, ist natürlich ganz schön heftig. Also es ging dann halt darum, dass ich das Problem hatte, dass ich nach der fünften Spur, also ich habe 4 Spuren aufgenommen mit dem Sequencer und ab der fünften Spur ging das nicht mehr. Und ich habe mich halt gefragt, warum geht das nicht? Na, ich halt gesagt, wie, woran liegt das? Naja, und da wurde halt gesagt, es gibt einmal die Spuren, also die 16 Spuren und jede Spur, zu jeder Spur gehört auch ein bestimmter MIDI-Kanal. Und da ist halt festgelegt, was da aufgenommen wird. Das heißt also, wenn man jetzt, sagen wir mal, ab der fünften Spur weiter so aufnehmen möchte, wie man es vorher gemacht hat, muss man der Spur erstmal sagen, du bist jetzt MIDI-Kanal 5.
Und dann erst kann man das so machen, wie man es gewohnt ist. Das heißt, man müsste jetzt alle Spuren auf die jeweiligen MIDI-Kanäle machen, weil es gibt da so eine Vorinstallation, also die, sagen wir mal, 1 bis 4 kann man frei benutzen. Die Spuren 5 bis 8 sind für die Multipads und so eine Geschichte. Ne? So, nehmen also die Multipads auf. So, und das müsste man halt alles irgendwie einstellen, dass das dann alles so ist, ja, ob man es dann wiederum speichern kann oder ob man jedes Mal die Spuren wieder neu einstellen muss, weiß ich noch nicht. Jedenfalls, ja, das Problem ist halt nur, wenn man das nicht sieht und auch keinen Sehenden hat, der jetzt mit einem das Keyboard wirklich durchgeht, und dann findet man diese Option natürlich auch nicht. Und ja, das bedeutet natürlich, dass ich viele Funktionen letztendlich herausfinden muss, oder ja, man muss mir halt dann sagen, irgendwie drück Cursor-Taste so und so oft, wenn du auf der Spur bist, oder Tab-Taste so und so oft. Das Problem ist halt nur, die meisten Leute haben natürlich andere Keyboards, ja, und es gibt nur einen, der hat das PSRSX 600 und der hat, ja, der hat auch Fragen. Und ja, jetzt sind wir also zwei Leute, die letztendlich Fragen stellen, und die anderen geben natürlich gute Antwort und helfen natürlich auch wunderbar, wo sie können. Aber sie haben natürlich alle nicht das gleiche Keyboard. Und es gibt schon kleine Unterschiede. Und da liegt das Problem. Ja, der Tyros und die anderen Keyboards haben Display-Tasten. Das hat meiner nicht. So, da geht's schon los. Dann gibt es wiederum gewisse Sachen, die man beim Tyros oder beim, ja, mit einem Touch-Display einschalten kann. Hat meiner auch nicht. So, und da geht es schon los, ne? Diese ganzen Unterschiede. Und man müsste, also manchmal denke ich wirklich, man müsste so eine Gruppe gründen, PSRSX 600, wo alle drin sind, die dieses Keyboard haben, und die würden sich dann halt wirklich austauschen. Also, versteht mich nicht falsch, ich finde die Keyboard-Gruppe nach und nach gut und super, und die Leute sind echt nett und hilfsbereit. Aber es ist natürlich, es wäre natürlich schöner, noch schöner, wenn es noch eine extra Gruppe gäbe. Ja, dazu müssen aber natürlich erstmal Leute finden, die das Keyboard haben. Und ja, das ist natürlich alles nicht so einfach. Ja. Wobei ich mich da wieder frage, kann nicht einfach ein MIDI-Sequenzer oder vielmehr ein Sequenzer eines Keyboards so zu bedienen sein, wie er eigentlich zu bedienen war früher? Warum müssen Spuren irgendwelchen MIDI-Kanälen zugeordnet sein? Also das, naja, also das verstehe ich auch irgendwo nicht. Und das ist echt knifflig heutzutage. Also ich bleibe erstmal bei meinem jetzigen Verfahren, dem Overdubbing mit meinem Olympus. Da weiß ich halt, okay, ich nehme die Spuren hintereinander weg auf, fertig, oder vielmehr die Datei und fertig. Ne? Und das ist einfach, ja, das ist einfach ein gutes Arbeiten. Ich meine, es ist natürlich kein Bomben-Sound, und irgendwann werden die Spuren natürlich ein bisschen schwammig, und man kann, klar, man kann vorher so ein bisschen abhören, okay, die Spur muss ein bisschen leiser aufgenommen werden, dann gut, das hat natürlich wieder diesen Live-Charakter, das Thema hatten wir ja in anderen Podcasts schon oft genug gehabt, aber es ist eine Arbeit, mit der ich klarkomme, und ja, mit diesen MIDI-Kanälen einstellen jedes Mal, und da müsste ich erstmal wissen, wie oft ich wann drücken muss, um das zu erreichen, ja, also. Und dann muss ich mich auch noch darauf verlassen können, dass das auch wirklich so ist. Das höre ich ja dann, spätestens, wenn ich die Spur aufgenommen habe. Ja, das heißt, man hat ja auch nicht eine Möglichkeit, man hat ja bei diesem Keyboard auch keine Möglichkeit von irgendwelchen akustischen Signalen oder so. Ne? Das ist das Problem. Und ja. Es gibt zwar eine App, mit der man diese App Rack and Share, aber die ist für uns blind überhaupt nicht bedienbar. Ja, man müsste eigentlich eine App entwickeln,
mit der man wirklich Zugriff auf den PSR SX 600 hat. Also wo man wirklich auch so eine Sachen halt einstellen kann. So MIDI-Kanäle und Zuordnungen und so, dass man das vorher mit der App sozusagen einstellt, mit dem iPhone, das dann speichert, die Einstellung, sodass, wenn man dann seinen Sequenzer benutzen will, alles so ist, wie es ist, wie man es braucht. Ja. Das wäre ein guter Weg. Also ich stelle mir das so vor, ich würde mir das so vorstellen, dass man halt eine App entwickeln würde, weiß ich nicht, PSR 600, dass man schließt das Keyboard mit über den Kameraadapter halt an und greift mit dieser App auf Einstellungen. Also eine reine Einstellungs-App. Ich rede jetzt gar nicht mal von einer App, wo man jetzt groß irgendwie was machen kann oder so, sondern einfach nur, wo man Einstellungen tätigt, so Grundeinstellungen, und die dann speichert, sodass das Keyboard praktisch auf diese Einstellung gespeichert ist. Und ja, so eine Einstellungs-App, eine reine Einstellungs-App. Ja, und ja gut, ich habe ja eine Menge Funktionen schon rausgefunden. Also ich kann, wie gesagt, jetzt die Spuren leiser und lauter machen. Ich kann die Spuren ausmachen einzeln. Ich kann Sachen registrieren. Ne? Also Memory Pages nennt sich das ja. 8 Stück halt immerhin. Es gibt noch eine Möglichkeit, weitere Bänke zu machen, registrieren. Aber das habe ich noch nicht rausgefunden. Das ist auch ein bisschen komplizierter wiederum. Ne? Dass man halt diese 8, also dass man, ich glaube, 3 Bänke oder so hat man. Dann sind es also 8, 3x8. So habe ich es jedenfalls verstanden. Gut, so viel brauche ich nicht. Ich registriere ja meistens nur irgendwie 4 oder 5 Dinge und dann ist gut. Ne? Und ich kann ja immer wieder neu registrieren. Also insofern ist das nicht ganz so schlimm. Ja, das sind ja dann, ich registriere ja meistens nur die im Werksstyle mit den jeweiligen Sounds und dann ist gut. Ja. Was ich auch noch bemängeln muss an dem neuen Keyboard ist, also früher war es so, wenn du ein altes Keyboard hattest und du hast ein Werkbeat genommen und hast gesagt, du willst den verändern, dann hast du auch wirklich teilweise den Beat wirklich besser hingekriegt. Also du hast einfach gesagt, gut, du willst jetzt ein anderes Drumset haben, hast ein anderes Drumset genommen, was halt besser war. Ich habe dann also gerade bei Korg zum Beispiel, ne, da habe ich auch oft Drumsets geändert, damit es fetziger klingt. Das ist bei diesem Keyboard hier sehr schwierig, weil die Spur halt oft für dieses Drumset irgendwie gemacht ist. Das heißt also, wenn man dann ein anderes Drumset einstellt, dann klingt es ein bisschen merkwürdig. Und ja, dann sind es irgendwelche Drums, wo man denkt, das klingt jetzt nicht unbedingt besser. Also, und das hat sich wirklich auch verändert. Also früher war das anders. Ne? Früher konnte man wirklich sagen, oh, jetzt nehme ich hier statt dieses Standard-Kit, nehme ich ein Rock-Kit zum Beispiel. Und das klang dann auch wirklich besser. Und das hat echt nachgelassen. Also die Rhythmen sind heute für die jeweiligen Sounds, also für das jeweilige Drumset, was sowieso schon drin ist, so gemacht, dass man teilweise gar keine Möglichkeit hat, ein anderes zu nehmen, weil es einfach total blöd klingt. Und ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Also man ist heutzutage nicht mehr so, man kann halt heute nicht mehr so kreativ sein, wie es früher war. Ja, also man konnte ja wirklich früher ein Werkbeat, also auch gerade bei, selbst beim PSR 500 damals, konnte ich für keine Gewalt Bässe mischen und die dann, ne, sodass es diesen bestimmten Bass halt ergibt, der da zu hören ist. Und ich glaube, der PSR 500 war sowieso das Keyboard überhaupt, dass ich, gut, da konnte ich wenigstens programmieren, da konnte ich auch alles selber machen. Und ja, das ist wie bei Flo, der AX7. So ist für mich der PSR 500 und ich kann mir schon vorstellen, vielleicht habe ich irgendwann doch nochmal wieder so ein Ding, wenn ich den mal wieder irgendwo günstig abstauben kann, dann ja, dann hole ich mir den auch wieder mal irgendwann. Ich meine, der ist ja nicht teuer. Den gibt es ja vielleicht schon für 50 € oder so.
Und ja, er muss natürlich auch funktionieren. Das ist halt immer so ein Problem bei diesen alten Dingern, ne? Aber ja. Aber das war halt schön. Da hatte ich halt vier Rhythmen, zwar nur zwei Variationen, aber ich konnte halt immerhin vier Rhythmen speichern. Ja. Gut, mit dem Sequenzer habe ich nicht so oft gearbeitet. Das liegt aber auch nur daran, weil der Sequenzer nur eine bestimmte Anzahl von Zeit hatte. Das heißt, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit man da aufnehmen konnte, aber ich glaube, meistens waren meine Lieder dann immer zu lang für den Sequenzer. Das war ja auch noch eine ganz andere Zeit. Aber ja. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich ja schon zufrieden mit dem Keyboard, aber diese ganze Zuweisung und der Spur erstmal sagen, du bist jetzt MIDI-Kanal so und so und ja, das ist, ich verstehe es einfach nicht. Also, warum wird einem das so schwer gemacht? Ja. Ja, darüber haben wir halt gestern so ein bisschen geredet. Und habe ich gestern wieder am Keyboard gesessen und habe so gedacht, Mensch, also diese ganze digitale Technik, so schön sie auch ist, aber sie ist halt, wenn man nicht die richtigen Leute um sich hat und wenn man nicht genau eingewiesen wird, sage ich jetzt mal, ne, also dann hat man da echte Schwierigkeiten und da muss ich halt jetzt wieder auch das ja, einfach Sachen loben, die sprechen. Ja, also egal, ob es jetzt Olympus ist oder ob es ein iPhone ist oder ob es das Blind Shell ist. Ich habe letztens noch mal einen Beitrag über das Blind Shell gehört und ja, klingt ja alles ganz interessant und auch was das Blind Shell so langsam kann. Aber dieses, wo dann gefragt wurde, ja, ist es denn ein Android-System? Und dann wurde halt immer gesagt, ja, das ist kein, es ist nicht so ein Android-System. Es ist natürlich die Basis, aber es ist natürlich auch ein, eigentlich ist es ja ein Blind-Shell-System. Und da sage ich dann wieder, ja, also was nun? Entweder man gibt es zu und sagt, ja, Android ist die Grundbasis und wir bauen drauf auf, so. Aber dann kann ich es trotzdem nicht Blindshell-System nennen, weil es ist ja letztendlich, die Basis ist ja dann Android. Also das kam mir in dem Podcast ein bisschen blöd rüber. Da habe ich so gedacht, ach ey, dann sagt es doch so. Ja, Android ist die Basis, wir bauen drauf auf. Aber das dann als Blindshell-Betriebssystem zu verkaufen, also das wäre ja so, als wenn ich Windows nehmen würde und sagen würde, okay, ich nehme so eine Standard-Programmierung von Windows, baue die um. Und sage dann, das ist das Sven-System. Also so kam mir das vor und das fand ich so ein bisschen, also das ist auch einer der Gründe, warum ich mir kein Blindshell holen würde. Weil genau so eine Aussagen sind, also da lobe ich mir einfach Apple, die sagen, wir haben unser iOS. Das heißt so, das ist von uns. Ja, und fertig. Und ja, ich brauche einfach präzise Ansagen. Und wenn da jemand halt so erklärt, ja, es ist natürlich die Basis, aber wir haben... Also, das wird sich nie und nimmer durchsetzen. Also in 5 Jahren, ich habe jetzt wohl auch eine Niederlassung in der USA, ja gut, toll. Aber das ist mir alles zu, unpräzise, sage ich mal. Also, wenn ich ein eigenes System mache, dann mache ich ein eigenes System und dann ist es so. Aber dieses, naja, wir nehmen jetzt eine Grundbasis von irgendeinem System und dann baue ich es ein bisschen um und dann sage ich, okay, das ist jetzt unser System. Davon halte ich persönlich eigentlich nichts. Also das ist für mich als Laie, ich bin ja kein Programmierer oder sowas, aber das klingt für mich so wie eine Ausrede, so von wegen, naja, ja, also deswegen habe ich den Podcast auch nicht geteilt. Weil ich gesagt habe, nee, diese Aussage klang mir ein bisschen zu, also entweder gibt man es zu und sagt, ja, unser Grundprinzip ist Android,
Und wir bauen darauf aus, also müsste man das Betriebssystem nennen, also halt Client-Shell-Betriebssystem mit der Basis von Android. So wäre es richtig, ja. Und nicht sagen, ja, es ist aber ein eigenes System, ja. Ist es nicht. Weil dann hätten die wirklich ein eigenes System aufgebaut. Und ja, das war mir, wie gesagt, die Aussage war mir ein bisschen... Da lobe ich mir einfach Apple. Die sagen einfach, wie sie sind und ja. Und dann ist gut. Ja, und ja, auch dass nach 2 Jahren erst so ein Handy aktualisiert wurde. Ne? Also die haben dann halt gesagt, ja, Blind Shell Touch und Blind Shell Barock und auch das Blind Shell Lite wird irgendwie aktualisiert, aber das passiert dann erst manchmal nach 2 Jahren oder so, wo ich dann so denke, hallo. Also ab und zu gibt es dann mal eine Osterüberraschung, da wurde halt gesagt, ja, dann kommt halt eine neue Funktion und ein Dokumentenleser, wo ich so denke, Leute, Wie altmodisch seid ihr? Jedes gottverdammte Smartphone kann irgendwelche Dokumente lesen. Und jetzt kommt ihr erst damit an. Also, das ist einfach mir zu viel Steinzeit so. Also, warum gibt es nicht einfach ein Handy, was wirklich alle Applikationen hat, ja, und mit Tasten ist? Warum muss denn sowas alles erst jetzt kommen? Ja. Ich meine, dann soll man endlich mal was Richtiges entwickeln und sagen, wir schmeißen es auf den Markt und fertig. Und nicht dieses, ach, wir bringen erstmal ein Tastenhandy raus, das kann erstmal gar nichts. Ach, irgendwann kann es denn WhatsApp, ja, nach Jahren auch YouTube und ach ja, einen Browser machen wir da auch noch auf und also das ist mir alles, weiß ich nicht. Also ich selber werde es mir nicht holen. Ich meine, für Leute wie Flo ist es natürlich was anderes. Er möchte gerne Tasten, das ist völlig verständlich. Also das habe ich vollkommenes Verständnis. Ich finde nur die Art, wie damit umgegangen wird, von der Seite von dieser Firma halt, finde ich einfach ein bisschen, ja, gerade in der heutigen Zeit, wenn man mitgehen will. Also, ja, und... Das reichen wir noch nach und dies reichen wir noch nach. Also, nee. Das finde ich nicht gut. Es wäre ja so, als wenn man einen Computer rausbringt und sagt, okay, der kann erstmal ein paar Sachen, aber nicht viel. Kauft ihn euch erstmal, wir reichen es irgendwann nach. Ja, und das sowas finde ich einfach, also, ja. In der heutigen Zeit möchte ich einfach ein Gerät haben, was wirklich, das wäre ja so, als würde ein Olympus rauskommen, wo Olympus sagen würde, na, wir bringen jetzt mal den Olympus DM888 raus. Ja, der kann halt nicht viel, den werden wir noch nachrüsten. Ja, kauft euch den erstmal. Und irgendwann kann er halt sprechen. So, also, ja, versteht ihr meine Ansicht vielleicht, also das brauche ich, ein Gerät muss einfach funktionieren und da jetzt erst einen Dokumentenleser raufzupacken, also boah, Alter, in der heutigen Zeit, wo man Texte liest, wo man, ja, und wirklich jeder PTP oder PT Dingstar Player konnte schon irgendwelche Texte lesen, ja, jeder irgendwelche Daisy Player und so, selbst da konnte man schon irgendwelche Texte drauf machen und Blind Shell kommt erst jetzt auf die Idee, na super. Also, sowas kann ich einfach nicht verstehen, das ist, ja, und dafür zahlt man dann irgendwie eine Stange Geld. Und nur damit man dann kleckerweise irgendwie erfährt, ach, jetzt kann das Handy das, jetzt kann das Handy das. Ach, das können ja die anderen schon längst. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen blöd. Also mag auch sein, dass ich ein bisschen verwöhnt bin durch das iPhone. Das gebe ich auch gerne zu. Also ja, vielleicht liegt es auch an mir. Ja, also ich bin ja nicht jemand, der kritisiert und einfach kritisiert, sondern klar, liegt ja auch daran, was ich mit meinem Gerät selber mache. Und vielleicht bin ich da einfach auch zu verwöhnt, dass ich halt einfach immer alles hatte. Also alle Applikationen, klar, also
Das iPhone 4 war ja schon, mit dem iPhone 4 konnte man ja schon in Facebook und alles. Also das, ich bin einfach andere Sachen gewohnt. Jemand, der jetzt natürlich noch nie mit Smartphones gearbeitet hat und heute ein Blindschild kriegt, der ist natürlich, geil, ne? So, ne? Das ist natürlich eine ganz andere Position auch. Ne? Und klar, darauf muss man ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen letztendlich. Aber für mich als Anwender, ich muss sagen, also ich brauche einfach ein Gerät, das wirklich mit der Zeit geht, sage ich mal, und nicht irgendwie erst nach ein paar Jahren dann irgendeine Anpassung kriegt. Also ja, gut, wir wollten aber heute eigentlich gar keine kritische Sendung machen hier oder einen kritischen Podcast, aber manchmal ist das halt so, ne? Kann diesen Podcast ja mal teilen, dann könnt ihr selbst hören, wie da rumgedruckst wird von wegen Android, und dann versteht ihr vielleicht auch besser, was ich meine. Ich bin immer für klare Aussagen, also, und das war mir einfach zu, ja, es klang für mich wie eine Ausrede, also wie, naja, es ist nicht, es ist schon Android, aber da wir ja Android, so eine Grundeinstellung von Android benutzen und selbst unsere Applikationen machen, ist es nicht direkt Android, sondern ein Blindschild-Betriebssystem. Ja, super. Okay. Wir können froh sein, dass Android so ein offenes System hat und sagt, okay, ihr könnt das machen. Stellt euch mal vor, Android würde jetzt sagen, nee, komm, ihr wisst schon, wenn ihr unser Grundsystem verwendet und darauf aufbaut, müsst ihr schon erwähnen, dass es ein Android ist. Ja, dann würden sie alt aussehen, dann könnten sie nicht ihr Blindshell-Betriebssystem draus machen. Ja, also, ja, das sind alles immer so Sachen, ne? Also, ja, ansonsten, wie gesagt, war der Podcast natürlich gut, ne? Also, spitze. Und aber halt, wie gesagt, ich stehe dem Blindshell so ein bisschen skeptisch gegenüber. Also, warum schafft man es nicht einfach mal wirklich ein Tastenhandy zu machen, was wirklich, ich sag mal, der Reiz wäre doch wirklich zu sagen, okay, was kann so ein Smartphone? Und das halt wirklich auf Tasten übertragen. Also wirklich sagen, okay Leute, wir entwickeln ein Handy mit eigenem Betriebssystem. Und das kann all das, was ein Smartphone kann. So, die Herangehensweise wäre doch eigentlich gut. Ja, so würde ich doch daran gehen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich einfach zufrieden mit meinem iPhone. Also muss ich echt sagen. Und klar hat Apple auch Macken, logisch. Ich meine, welcher Hersteller hat es nicht? Ne? Also was mich an Apple wiederum stört, sind die Preise. Ja? Also das Apple ist ja nun wirklich einer von denen, die sich sagen, ach naja, egal was wir rausbringen, ja, gut, sie haben das iPhone SE, was halt einigermaßen günstig ist. Was heißt einigermaßen günstig? Auch das ist für viele halt, also ich finde, selbst wenn jemand für 400 noch was ein Handy, also ich sag mal, wenn ich jetzt schnell mal ein Handy brauche, ja, früher war das anders. Früher hast du halt gesagt, okay, was holst du dir für ein Handy? Meistens mit Vertrag oder halt auch, wenn ohne Vertrag, dann hast du dir halt ein günstiges Nokia oder ein günstiges das und das geholt und ging das, ne? Ja gut, früher brauchtest du mit dem Handy ja auch nicht viel machen, außer telefonieren. Ja, da war das ja alles noch ein bisschen einfacher. Ja, was waren das noch für Zeiten, als die Handys nur telefonieren konnten, ne? Das war also wirklich...
Also genauso wie der Dams auch erzählt, die haben jetzt erst vor kurzem hat Blind Shell eine Videofunktion reingebracht. Also dass man mit der Videokamera aufnehmen kann und auch Videos abspielen kann. Ich habe mir so gedacht, Leute, das konnte schon das iPhone 4. Das konnten schon Nokia-Handys. Jetzt kommen die damit an. Also ihr merkt, das regt mich einfach auf, sowas. Also, oh Mann. Also, Spätzünder. Naja, aber wie gesagt, das halt aus der Sicht eines iPhone-Users natürlich. Ne? Also wie gesagt, kommt jemand jetzt und hat noch nie ein Smartphone gehabt, ist es natürlich was ganz anderes. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Blind Shell natürlich auch eine gute Option für diejenigen ist. Ne? Aber für mich als iPhone-User ist es natürlich, da sind wir schon ganz andere Sachen gewohnt. Und egal. Ich mache mir gleich noch einen Kaffee, glaube ich. Ja, wie gesagt, das ist aber alles, wie gesagt, eine Ansichtssache. Ne? Also jeder kann es sehen, wie er will. Und wie gesagt, vielleicht bin ich durch mein iPhone einfach zu verwöhnt. Das gebe ich auch gerne zu. Ja. Mache ich mir noch einen Kaffee. Vielleicht bin ich auch einfach zu sehr in dieser Technik drin, dass ich zu viel von den Geräten erwarte inzwischen. Also das gibt es ja auch, ne? Dass man einfach dadurch, wenn man halt selber so drin ist und ja, man selber hat ja immer das Gefühl, man ist ja gar nicht so tief drin, aber wenn man dann sich selber reden hört, und deshalb mache ich den Podcast ja auch, da gibt es schon den einen oder anderen Punkt, wo ich dann manchmal so denke, boah, wie redest du denn jetzt, ey, du bist ja völlig versunken in dieser Welt, ne? Und daran merke ich dann halt auch, dass ich sehr drin bin und ich meine, klar, ich kenne die analogen Zeiten noch und ich schätze sie auch, aber trotzdem bin ich einfach schon sehr in dieser Welt drin. Also ich kann ja gar nicht ohne, das ist ja wirklich so. Und bin jetzt nicht der Typ, der dauernd aufs Handy, also außer jetzt auf Arbeit schon. Aber ich meine, ich habe jetzt auch mein Handy nicht bei, ne? Also mein Handy ist jetzt auch lädt jetzt auch und alles. Also ich kann auch ohne, so ist es nicht. Aber wenn ich es denn habe, mache ich halt auch sehr viel damit, ne? Und ja, vielleicht ist man deswegen auch so so ein bisschen verwöhnt dann, ne? Wenn man sich auf so ein Handy einfach verlässt und ja, dann hört man halt ein anderes Handy, hat die Applikation erst jetzt bekommen und dann ist man halt ein bisschen empfindlicher und sagt dann halt, ja, warum bekommt ihr das erst jetzt? Ja. Aber gut, so ist jeder halt auf seine Art. Also ein guter Vergleich ist, vielleicht ist Stefan Merk hatte ja mal ein Technics vorgestellt, ich glaube es war der 7000er damals, der
Und der hatte dann auch halt also der hat natürlich nicht so gesagt wie ich, aber er hat auch sowas gesagt wie, naja, das Technics hatte damals schon Sachen, die heute im Yamaha-Keyboards modern sind. Also mit anderen Worten, das Technics konnte schon damals, der 7000er konnte schon damals halt Sachen wie diese Chorstimmen oder bestimmte Chorstimmen, glaube ich, meinte er da. Ich müsste die Folge nochmal hören, aber auf jeden Fall, da war das auch so ähnlich. Er hat halt auch gesagt, ja, gewisse Sachen waren da schon drin. Da kommen die erst, da kamen die dann erst später damit an, die anderen Firmen, ne? Und so ähnlich ist es halt mit dem Blind Shell, ne? Und naja, aber wie gesagt, das ist alles relativ und jeder sieht es halt anders, ne? Für den einen ist es natürlich die große Erfüllung und der eine sagt, boah, ja, das ist genau mein Handy, ne? Das ist, vielleicht wäre es ja bei mir auch anders gekommen, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, es hätte damals schon einen Blind Shell gegeben, nehmen wir mal, ich wäre vom Nokia zum Blind Shell übergewechselt, dann wäre ich heute wahrscheinlich ein richtiger Blind Shell User, ne? Also, ist ja auch immer die Frage, oder wie wäre es gekommen, wenn, also damals war es ja so, dass ich, also ein Kumpel von mir hat mich auf die Idee mit dem iPhone gebracht damals. Ich habe es halt bestellt und hatte zusätzlich noch so ein C5 bestellt. Und damals war es dann aber so, dass meine Ex-Freundin Marie halt sich eher für das C5 interessiert hatte, weil sie damit besser klarkam. Und ich habe dann das iPhone 4 genommen. So, aber was wäre denn jetzt, wenn es umgekehrt gekommen wäre? Also wenn sie jetzt gesagt hätte, nee, ich behalte das iPhone und ich hätte das C5 behalten, ja, vielleicht wäre ich dann nie auf die Idee gekommen, mir weiterhin ein Touchscreen zu holen. Vielleicht hätte ich dann, wäre ich bei Tasten ja sogar geblieben oder so. Ne? Also das sind halt so Sachen, ne? Wie, wenn man so drüber nachdenkt, wie wäre es anders gekommen? Gut, das iPhone 4, damit kam ich ja damals nicht klar. Hab's ja dann auch weitergegeben und weil ich ja dann doch bei Tasten geblieben bin erstmal, bis dann das iPhone 4S kam mit Siri. Und also, das gab es ja schon längst, ja, aber ich hatte das ja halt irgendwann. Und ja, und dann ging es natürlich los. Und ich habe natürlich am Anfang auch das iPhone, oh, ich jetzt bin wahnsinnig geworden mit dem. Halt am Anfang. Und ja, das war schon wahnsinnig. Ja, also auch ich hatte meine Startschwierigkeiten und so ist es halt. Ja, und ja, und ich glaube, es ist einfach immer aus der, es kommt immer die Frage, woher kommt man? Ja, also was hat man vorher gehabt? Und ja, vielleicht wäre es anders gekommen. Ja. Gut, heute hat Marie auch ein iPhone. Ja, also klar, es hat sich natürlich alles so entwickelt letztendlich, dass jetzt irgendwie sämtliche Leute ein iPhone haben. Und ja, gerade unter Blinden hat sich das iPhone ja irgendwie total etabliert. Aber ja, vielleicht ist es ja auch das, was so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich halt mich damit dann mehr auseinandergesetzt habe. Ich habe ja dann auch Versuche gestartet, ne? Ich habe ja dann auch versucht, mit Android klarzukommen, aber das war nicht meine Welt irgendwie. Damit kam ich nicht so gut klar. Was aber größtenteils daran lag, dass ja, dass ich halt schon so zu sehr auf das iPhone geeicht war zu der Zeit. Ne? Von daher, ja, so ist es, ne? Und ja,
Gut, nun hat man ja auch das C5 eingestellt und man konnte ja dann mit dem nicht mehr WhatsApp machen und so. Ne? Also das hat ja auch noch dazu beigetragen, alles, dass die alten Handys dann nicht mehr, konnte man ja nicht mehr benutzen. Das wurde ja alles eingestellt. Insofern war ja man dann irgendwann gezwungen. Und da ist natürlich so ein Ding wie Blind Shell natürlich eine schöne Sache, dass es dann Tasten gibt. Und ich will es auch gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Darum geht es mir gar nicht. Aber ja. Schauen wir mal, wie sich alles entwickelt. Und wie gesagt, vielleicht bin ich auch schon zu sehr Apple-User, dass ich einfach... man könnte sagen, veräppelt bin. Also ein schönes Wortspiel, oder? Ich glaube, ich bin einfach so tief in dieser Sache schon drin, dass ich da gar nicht mehr rauskomme. Also das kann ja auch daran liegen. Ich meine, ich will nicht behaupten, dass ich das iPhone beherrsche. Das würde ich niemals behaupten. Es gibt Leute, die können viel besser damit umgehen und viel schneller damit umgehen. Es gibt ja auch Leute, also auch Blinde, die wirklich damit schreiben können per Hand. Ich brauche dazu wiederum eine Tastatur oder muss die Diktierfunktion verwenden. Ne? Also das muss ich echt sagen. Ne? Oder auch diese Braille-Tastatur, dass man halt auf dem iPhone wie auf einer Blindenschriftmaschine schreiben kann. Ne? Das sind diese Braille-Tastaturen. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Ne? Also ich sag mal so, ich will nicht sagen, dass ich das iPhone beherrsche. Um Gottes Willen. Ja, also da bin ich noch weit von entfernt. Aber ganzen Funktionen, also schon alleine, dass ich meinen Podcast aufnehmen kann. Okay, aufnehmen kann man ihn vielleicht mit einem Blind Shell auch. Aber gut, aber jetzt, ja, mit der Anchor-App und so, das sind alles Sachen, ja, das könnte ich ja mit dem Blind Shell alles gar nicht. Ja, also oder YouTube, da kann ich halt höchstens nur Videos gucken, aber meinen eigenen Kanal verwalten, das ist dann wieder so eine Sache, ne, also das sind einfach Sachen, die mir unheimlich wichtig sind, weil ich halt das Hobby nun mal lebe und ja, ich möchte halt meinen eigenen Kanal verwalten können mit meinem Handy und alles und ich mache halt vieles mit dem iPhone, ne? Selbst meine Olympus-Aufnahmen ziehe ich ja darüber drüber und inzwischen und ja. Das wird ein etwas längerer Podcast, Leute. Ja, ich hoffe nur, dass Anchor da nicht meckert. Ja, aber so ist es halt. Ne? Jeder hat seine Ansicht, jeder hat sein Gerät, mit das er gerne arbeitet. Und irgendwann beißt sich das natürlich. Und vielleicht ist man ja auch, vielleicht bin ich auch einfach durch das Technische sehr verwöhnt und ja, erwarte halt auch zu viel von meinem Gerät, sage ich jetzt mal, weil ich das halt alles habe, weil ich halt ein Gerät habe, mit dem ich das alles machen kann. Ne? Also das wird wahrscheinlich auch daran liegen. Ja, das ist einfach so. Ja, aber dazu stehe ich auch, also, und das ist ja, was ich auch immer wieder sage, wenn ich was kritisiere, dann kritisiere ich das nicht, weil ich es schlecht machen will, sondern weil ich einen Eindruck von etwas habe, der sich natürlich auch ändern kann, ja, also,
etwas. Ja, sind wir mal wieder von Keyboard zu Handys gekommen. Also wirklich mal so wieder ein sehr technischer Podcast irgendwie. Draußen zwitschern die Vögel schon. Die Ruhe jetzt, ne? Lassen wir einfach die Ruhe ein bisschen wirken. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit still sein. Obwohl das ja auch mal eine Idee für eine Podcast-Folge wäre. Stille, jetzt als Podcast. Nee, natürlich nicht. Aber, naja. Heute ist übrigens der 1. Juni, das heißt, wir haben Kindertag. Kindertag, die Kinder kriegen heute alle Geschenke. Und ja, wir sind in der Apple, im Apple-Monat. Also Juni, das heißt, ich glaube am 6., können mich korrigieren, aber ich glaube am 6. ist die Apple-Veranstaltung. Da werde ich natürlich wieder schön verfolgen. iOS 16, was ist neu? Ne? Also was kommt? Ich bin echt gespannt, was Apple vorstellt. Gerüchte zu geben, soll ja Apple noch so ein Headset oder eine Brille oder sowas rausbringen. Mal gucken, ob das auch wirklich alles stimmt. Ich meine, das wird ja alles immer nur erzählt an Gerüchten. Und ja, gut, das interessiert mich jetzt auch nicht so besonders. Mich interessiert wirklich nur die Software und ja, iOS 16 wird vorgestellt, dann die neue Version von Mac, ne, wird vorgestellt, ne, das Mac-Betriebssystem. Ja, bin ich gespannt, was Apple in iOS 16 so für neue Funktionen drin hat und auch Funktionen, die wirklich was bringen. Oft ist es ja, also gibt ja oft so Situationen, wo man dann so denkt, ja gut, nützt jetzt vielleicht ein Sehnen was, aber uns jetzt direkt nichts. Naja, mal gucken. Auch da bin ich ja genauso kritisch. Ne? Also ich würde jetzt nie sagen, Apple macht alles richtig und die anderen, ne? Also um Gottes Willen.
ihr kennt mich und ihr habt ja schon einige Podcast-Folgen gehört, wo ich auch einiges über Apple gesagt habe. Und auch Apple macht nicht alles richtig. Ne? Apple ist erstens immer noch viel zu teuer. Zweitens passieren mir oft zu viele Dinge, die zu optisch sind. Zu viel Verbesserungen, wo ich manchmal denke, ja toll, und was habe ich jetzt davon? Ja. Ja, und was ich halt wirklich kritisiere, ist die Sache mit der Stereoaufnahme. Also, dass es nur bestimmte Apps gibt, die das können. Bei vielen Apps muss man halt die Stereoaufnahme dazu kaufen und so. Also, dass man halt sagt, okay, man muss dann ein Abo abschließen oder man muss eine Applikation freischalten. Und wo ich dann so denke, warum? Das Ding hat 3 Mikrofone. Ja, und warum schafft es Apple nicht einfach mal eine super App zu machen, wo man sagt, okay, warum kann die Sprachmemo nicht mit allen 3 Mikros arbeiten? Ja, warum muss die Sprachmemo nur in Mono aufnehmen? Also das ist halt etwas, was ich kritisiere. Man könnte garantiert eine Menge aus dem iPhone rausholen, aufnahmetechnisch. Ja, also wenn man die ganzen Geräuschunterdrückungs... Ja, also merkt man ja immer, wenn es irgendwie um Stereo geht oder was, dann werden irgendwelche Geräusche unterdrückt, weil da irgendeine Rauschunterdrückung drin ist und so. Wenn man das halt nicht haben will, muss man bestimmte Apps kaufen und das finde ich halt immer so, ach, warum? Also, ja, das verstehe ich halt von Apple einfach nicht, dass die nicht mal sagen, wir polieren unsere Sprachmemo-App mal so auf, dass, ja, dass man halt wirklich eine App auch von Apple hat, wo man einfach richtig schöne Aufnahmen machen kann, auch in Stereo. Ich meine, gut, man kann mit der Kamera-App, aber da hat man ja wieder diese Geräuschunterdrückung drin, die man nicht rauskriegt. Das merkt man ja, sobald man weiter weggeht vom Mikrofon, ja, wird es gefiltert. Und ja, das sind halt auch Sachen, die ich genauso kritisiere. Ja, also um Gottes Willen, Apple macht auch nicht alles richtig. Aber gut, vielleicht ist das ja auch der Reiz, drüber zu diskutieren. Ne? Würden die Firmen alles richtig machen, hätten wir ja keinen Gesprächsstoff. Also so muss man es ja auch wieder sehen. Ne? Ja, genau. So, mein zweiter Kaffee ist auch alle. Aber 2 Kaffee reichen jetzt auch. Ja, also, dann brauche ich jetzt auch nicht. Jetzt kann ich hier ein Dreieck. Und nein, aber meine beiden Kaffee morgens, das muss schon sein. Und ich hatte einfach mal wieder Lust, eine längere Folge zu machen. Ja. Aber naja, so ist es halt, ne? Jeder hat seine Sachen, mit denen er arbeitet und ja. Wir können gespannt sein, was noch so rauskommt und ja. Ich bin gespannt, wie gesagt. So, jetzt erstmal die Tasse wieder weg. So, nochmal gucken, ob alles ausgeleert ist. Ja. Gut, dann werde ich jetzt wieder ins Schlafzimmer gehen. Naja, ein bisschen warten wir noch. Wie spät haben wir es? Genau, also wird der Podcast, na mal gucken, etwas über eine Stunde lang sein, das geht ja. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Das ist ja nicht ganz so lang. Na, Mieze? Ja, also wie gesagt, nimmt meine Kritik nicht so ernst.
Na, also ich bin auch nur ein Mensch und ja, vielleicht sehe ich manche Sachen einfach auch zu eng, kann sein. Ja, also vielleicht würde ich das ja anders, alles auch ein bisschen anders sehen, wenn ich selber so ein wenn ich selber auch so ein Gerät nutzen würde, ist ja auch immer so, ne? Wie habe ich früher das iPhone kritisiert, ja? Und heute arbeite ich damit. Also ja, und so ist es einfach, ne? Ja, so ist jeder anders. Ne? Und jeder hat sein Gebiet und so soll es ja auch sein, letztendlich, ne? Also das ist alles schon okay. Und ja, sollte Flo mal ein Blind Shell besitzen irgendwann, dann können wir ja mal wirklich einen Podcast drüber machen und gucken, wie arbeitet er damit zum Beispiel. Na, und vielleicht lasse ich mich ja dann auch von einiges überzeugen oder ja, ich kann es ja dann auch mit dem iPhone vergleichen und kann sagen, aha, das kann man jetzt mit dem Ding machen und na, und 3:56 Uhr. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch für alles offen und aus Flo's Sicht finde ich es richtig, also kann ich es absolut verstehen mit dem Blind Shell. Ja. Man müsste halt mal mit einem iPhone-User sprechen, der jetzt ein Blind Shell hat. Also das wäre mal interessant. Na, jemand, der aus dieser Smart-Technik kommt und jetzt gesagt hat, er holt sich ein Blind Shell. Wie? Ja, das wäre zum Beispiel auch mal wirklich interessant. Ne? Also was sagt der dazu? Ja, also klar, wenn jemand jetzt, wie ich gesagt habe, so wie Flo halt jetzt damit anfängt und sagt, okay, ich habe vorher eine Nokia gehabt und jetzt halt hole ich mir irgendwann mal vielleicht ein Blind Shell, dann ist es wieder eine ganz andere Situation. Aber mich würde wirklich mal interessieren, so ein iPhone-User, der wirklich vorher mit dem iPhone gearbeitet hat und jetzt ein Blind Shell hat, so, was sagt der dazu? Ne? Und der kann vielleicht doch ganz andere Sachen sagen. Ja. Und ja, vielleicht kann ich ja dann einige Sachen auch besser nachvollziehen, sag ich mal. Und ja, aber wie gesagt, alles kann man ja auch nicht. Ja, jeder arbeitet halt mit den Geräten, die er hat. Und letztendlich ja, ist es so. Ja, und jeder verteidigt sein Gerät irgendwo natürlich auch. Das ist auch völlig normal. Ne? Also, naja, aber dafür sind wir alle Menschen und letztendlich kommt ja sowieso immer wieder was Neues und ja, jeder ist halt anders. Ne? Und irgendwo treffen wir uns aber alle. Und das ist doch die Hauptsache letztendlich. Ne, dass man halt sagt, okay, so ist das, ne? Und ja, insofern, letztendlich sind es ja beides, also ob iPhone oder Blind Shell, es sind beides Handys, ja? Und letztendlich geht es den Herstellern darum, die Dinger zu verkaufen und ja, also das haben beide natürlich gemeinsam und ja, früher gab es auch mal eine Zeit ohne und ja, das ist halt, ja, muss man einfach sagen, sage ich jetzt mal. Also, wie gesagt, aber so sind die Welten eben verschieden und jeder arbeitet mit dem, was er halt für richtig hält. Und ja, das macht uns doch alle irgendwie interessant. Und dass wir darüber diskutieren können, ne, das ist ja auch eine schöne Sache. Und ja, jeder hat eine andere Ansicht und letztendlich, ja. Punkt 4. So, jetzt haben wir es 4.
Das heißt, jetzt beende ich gleich den Podcast und dann müsste er ja entweder so ungefähr eine Stunde lang sein. So. 100% geladen. Zwei Mitteilungen. WhatsApp vor 5 Minuten. WhatsApp, Taschenlampe. WhatsApp vor 10 Minuten. Stan Lüder, Taschenlampe. Auf. WhatsApp vor 5 Minuten. Stan Lüder, Mittwoch. Okay, Nachrichten hören wir gleich. Jetzt erstmal beende ich den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.